Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Und ich wollte eigentlich dahin reiten, ne? Ja. Einfach Aufnahme drücken und dann feststellen, ich wollte ja hinreiten. Ja gut, dann reiten wir zusammen hin. Ich meine, ich spule eh vor. Von daher, was soll's. So, da wären wir auch schon. Und wir wollen heute unter Feinden weitermachen und wir sind gerade bei Befrage Müller Simon. Denn die Müller sind ja alle ein bisschen zwieträchtig, das wissen wir alle und deswegen fragen wir ihn mal. Beste Grüße. Hast du von Leuten gehört, die harte Kerle anheuern? Du weißt nicht zufällig etwas von Pressern in der Gegend? Leute, die harte Kerle anheuern? Kann sein, aber dazu sage ich nichts. Wieso nicht? Es ist wichtig. Weil wir hier gerade zu tun haben. Komm schon, es passiert nichts, wenn du es mir sagst. Kann sein. Gut, ich sag's dir, wenn wir fertig sind. Werde mich dann besser erinnern. Das ist ja wie beim Zähneziehen. Ich hoffe, du bist mit deinen Groschen großzügiger als mit deinen Worten. Sorry, da hat mein Mikrofonständer ein bisschen Krach gemacht, als ich das zu mir rübergezogen habe. Sollte ich mal wieder ölen. Gott Okay. behüte dich. Jetzt habe ich nicht ganz zugehört. Verdammt, wegen dem scheiß Mikrofon. Möge Gott über dich wachen. Irgendwas mit fertig werden? Ihr habt's gehört. Ich werde es mir nachher nochmal reinziehen. Oh Gott. Das war doof, dass ich da nicht hingehört habe, weil ich kurz mein Mikrofon umgeändert habe. Was soll's. So, zurück in der City. Leider ist es schon viel zu spät. Wir müssen mal bis morgens warten. So. Ja. Der nächste Tag. Ich werde mir definitiv nachher nochmal die Aufnahme angucken und gucken, was er gesagt Ja. hat, sodass ich in der nächsten Folge weiß, ob ich irgendwas zusätzlich noch machen muss. Aber fragen wir erstmal den Wirt hier. Beste Grüße. Braucht hier jemand Hilfe? Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Soweit ich weiß nicht. Gott sei Dank. Alles immer noch ruhig. Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges bemerkt? Und was verstehst du unter verdächtig? War jemand auf der Suche nach Söldnern? Hat sich jemand nach harten Kerlen umgesehen? Nach Söldnern oder wie? Ja. Da haben ein paar in der Ecke gesessen, zweimal die Woche. Und ein paar scheel ausschauende Gestalten sind dann hier ein und aus. Ärger haben die mir aber keinen gemacht. Und wo treffen sie sich jetzt? Und wo glaubst du, treffen sie sich jetzt? Was weiß ich? Bin ehrbarer Schankwirt, kein Klingenwedler. Vielleicht in einem anderen Wirtshaus oder bei Mondlicht in den Wäldern. Weiß der Teufel. Wie erkenne ich sie? Haben Sie irgendein Erkennungsmerkmal? Unstillbaren Durst? Die saufen wie die Löcher. Außerdem sehen sie wie Raubeine aus, mit dichten Bärten und schmuddelig. Und sie bleiben meist unter sich. Das ist keine große Hilfe. Was haben Sie getrieben, wenn Sie zusammensaßen? Gesoffen. Und gewürfelt haben sie. Jawohl, hatten immer Würfel auf dem Tisch. Wo wird hier gewürfelt? Sie hatten also Gefallen am Würfelspiel? Und wo könnte man hier spielen? Überall, wo es Schnaps und Würfel gibt. Obwohl, jetzt dämmert's mir, dass ich Simon nie mit denen gesehen habe. Eigenartig, er hat einen Riecher für besoffene Spieler, bei denen es was zu holen gibt. Simon wer? Ach, der junge Müller von der Katziker Mühle. Die Nachbarn sagen ihm dauernd Schwarzhandel nach, aber wer weiß, vielleicht hat er nur eine Ader für gute Geschäfte. Echt jetzt? Ich war doch gerade bei ihm. Hat Warte sich kurz, jemand. da war ja noch Ja. was. Und was wurde aus ihnen? Weiß nicht. Kam irgendwann nicht mehr und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Dir kam nicht zufällig zu Ohren, wohin sie gingen. Wie denn? Sind einfach nicht mehr gekommen und Punkt. Okay, und treibt sich hier unehrbares Volk herum? Du wirst es nicht zufällig, wo ich hier Willkommen, unehrbares Volk finde. Was willst du von solchen Leuten? Man würde sich über dich das Maul zerreißen. Sie wissen Dinge, die die ehrbaren Städter nicht wissen. Da stimme ich dir zu. Also Henker haben wir keinen, nur einen Schinder. Komischer Kauz. Ein Schinder eben. Und es gehen seltsame Geschichten über den Müller Simon um. Aber ich glaube, das ist bloß Neid. Okay, was weißt du über Simon den Müller? Was kannst du mir über Simon sagen?
Nicht viel. Ihm gehört die Katzecker Mühle und in der Nacht sollen sich Langfinger bei ihm treffen. Aber gibt es nicht über jeden Müller solche Geschichten? Ich glaube nicht, dass er ein Sünder ist. Aber wer weiß. Sonst noch etwas? Er ist nicht immer bei der Mühle, ist ein emsiger Kauz, hat immer ein Geschäft am Laufen. Und die Würfel haben es ihm angetan. Besonders wenn er einen fetten Beutel bei jemandem sieht, der zu viel gesoffen hat. Okay, was weißt du über den Schinder? Was kannst du mir über den Schinder sagen? Ehrbare Leute reden nicht über ihn. Murkst mit Kadavern rum. Ich hatte gehofft, etwas mehr zu erfahren. Was kümmert mich der? Er wohnt in dem Haus bei der Kirche. Das ist alles, was ich weiß und sagen werde. Okay, ich glaube, da gehen wir als nächstes hin. Danke für die Hilfe. Bei Simon waren wir schon. Vielleicht hätten wir Simon folgen sollen. Vielleicht hätte er uns wohin gebracht zum Würfeln oder so. Naja, es ist auch zu spät. So, wo finde ich hier den Schmied? Was haben wir hier? Frag den Sauser Schindern. Okay. Frag den Vogt, wie auch immer. Richtung Norden, gehen Norden müssen wir. Um zum Schmied zu kommen, den wir in unserer Stadt haben möchten, ne? Denn das fehlt uns noch. Ein ordentlicher Schmied. So, jetzt bin ich dran vorbeigelaufen, oder? Ja, war klar. Ja. War der hier? Ja. Die Sonne senkt sich vom Himmel ab. The fuck? Was ist denn da gerade passiert? Hä? Och Mann, warum passieren mir immer solche Sachen? Bin ich ein schlechter Spieler? Ach Gott, ich finde die Tür niemals zu ihm rein. Kann er nicht mehrere Durchgänge haben? Oh, ich war schon kurz davor. Ihre Blut wird kalt, ihr Feuer geht aus. Gelobt sei Jesus. Ich dachte, ich kann hier jemanden fragen. Möge Gott über dich wachen. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Aber gut, dann halt nicht. Ja, super. Das ist genau da, wo ich runtergefallen bin, weißt du? Ach. Ja. Wie ist das dämlich? Na gut, da hinten sind zwei Personen auf einem Haufen. Die sollten wir auf jeden Fall direkt mal annehmen. Da prügelt er sich mit einem Dieb. Finde ich schön, dass die Stadt so. Oder die Welt so lebendig ist. So. Okay, gehen wir zuerst hier hin und fragen dich. Ja. Grüß dich. Bist du der Schinder? Bist du der Schinder hier? Ich bin der Totengräber. Und wenn's keine Begräbnisse gibt, kümmere ich mich auch um die Scheiße und Kadaver. Du weißt bestimmt vieles, was andere nicht wissen. Bin anständiger Kerl. Nicht immer ehrlich, aber anständig. Ist hier irgendwas Verdächtiges im Gange? Ist hier etwas Verdächtiges im Gange? Und wie? Stell dir vor, Kerzen werden aus der Kirche gestohlen. Schamlos. Wer tut denn sowas? Ah. Aber du hast nichts über Leute gehört, die Abenteurer und Banditen anwerben. Wie soll ich sowas hören? Die meisten Leute gehen mir aus dem Weg. Ich gehe auch kaum noch ins Wirtshaus. Danke, ich muss jetzt los. Na gut, aber du bist stets willkommen. Die Leute meiden mich, es sei denn, es geht um den Tod oder eine volle Senkgrube. Mach's gut. Gut, das war schon mal nicht so keil. Fangen wir den Vogt. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Alter, scheiß Treppe. Was macht sie nicht genau vor der Tür? Vogt. Wie spricht man dich aus? Ich weiß es eigentlich nicht. Pass etwas besser auf. Guten Tag. Die Leute munkeln über deinen Schinder. Es gibt Gerede über deinen Schinder. Was hat mein Nachbar diesmal angestellt? Wieder Leichen ausgegraben oder gestohlen? Das hat er getan? Nein, aber die Leute glauben es. Sein Haus steht in der Nähe zwischen dem Rathaus und der Kirche. Er ist ein anständiger Kerl, aber eben der Schinder. Und auch der Totengräber. Gut zu wissen. Nach den Banditen und Pressanfragen. Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger?
Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Ratze schickt mich. Es heißt, hier würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deivel kümmert das Herrn Ratzig? Und ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Okay. Hier müssen sich einige Fremde aufhalten. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Okay, Herr Sebastian, wer ist Herr Sebastian? Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht und soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr, ich bin für die Stadt verantwortlich. Aber ständig sagt er mir, hier gingen Halsabschneider um und ich solle wachsamer sein. Eine Frechheit ist das. Es heißt, hier werden Räuber angeworben. Mir kam zu Ohren, in Sasau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren. Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Der alte Ledermann ist der Einzige, der sich beklagt, aber dem schenke ich keine Beachtung. Und worüber beklagt sich dieser Ledermann? Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch, wo sich ein paar Jungspunde gern raufen. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außer einander. Und ein paar meiner Männer gehen manchmal hoch und haben ein Auge darauf. Okay, nächster Boxenstopp, der Gerber. Was war denn das denn, ey? Ja. So, wo finde ich denn jetzt schon wieder den Gerber? Da unten, okay. Ja. Dann probieren wir es da nochmal, weil nochmal zu Simon habe ich gleich, ehrlich gesagt, keine Lust zu laufen. Ist mir so weit weg. Ich bin faul. Ja, geil. Sorry, ich bin stecken geblieben. Nicht meine Schuld. Ich mag die Gegend überhaupt gar nicht mit ihren 1000 Brücken. Hätten sie nicht woanders siedeln können? Ach, hier ist auch noch ein Steinbruch. Stimmt. Warte, wenn hier noch ein Steinbruch ist, warum zum Teufel holen sie dann aus Thallenberg die Steine? Ist mir auch egal. Vielleicht ist der Stein hier einfach scheiße. Schön, dass du da bist. Nö, ist doch ein normaler Stein. Seltsam. Muss man nicht verstehen, ne? Naja, gehen wir mal hier hin. Hallo, Herr Gerber, ich habe Fragen. Guten Tag. Wie ich höre, grämt dich etwas. Gerber, wie ich höre, grämt dich etwas. Geht schon besser. Muss was Falsches gegessen haben. Ich meinte, du hast dich über Lumpen beschwert, die hinter deinem Haus Krach schlagen. Jawohl. Die sind mir ein Dorn im Auge. Und wie ich ihnen gesagt habe, sie sollen sich woanders kloppen, haben sie mich fast zu Brei geschlagen. Ich kümmere mich um sie. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst aus, als könntest du Berge versetzen, aber die sind ein paar und du bist nur einer. Vielleicht kann ich das mit ihnen friedlich klären. Vielleicht. Und dir treten sie vermutlich nicht gleich in den Arsch. Okay, ich versuche ihnen nicht auf die Füße zu treten. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Es müssen keine Fäuste fliegen. Oh doch. Hals- und Beinbruch, Junge. Oder lieber nicht. Aber wenn du es schaffst, belohne ich dich. Keine Sorge. Alles Gute. Okay. Auf geht's. Leute vermöbeln. Hier im Ring oder was? Hier ist doch keine Sau.
kümmere dich um die Rauschbau, die sich abends hinter seinem Haus... Okay. Abends. Hallo, Heinrich. Hallo, Lulatsch. Klotz. Keil. Hau drauf. Auch euch kenne ich doch alle. Ich habe dich doch schon mal besiegt. Ich hörte, fähige Männer fänden hier Arbeit. Ich suche Arbeit und hörte, hier würde jemand nach furchtlosen Männern suchen. Weißt du etwas darüber? Es heißt, die suchen einen neuen Schinder. Also wenn du dich vor Kadavern und Scheißhaufen nicht ekelst... Danke, aber nein. Es heißt, jemand heuert Söldner und andere Kämpfer an. Ja, tja, dann weißt du mehr als ich. Was macht ihr hier? Nichts Besonderes. Bloß eine kleine Feierabendklopperei. Ist gut für den Rücken und die Verdauung. Und für den Geldbeutel, wenn man's drauf hat. Wie läuft das alles ab? Angenommen, ich möchte mitmachen. Was müsste ich tun? Ganz einfach. Zuerst musst du Bohnenstange besiegen. Er sieht nicht allzu gefährlich aus, aber manches Nachts schläft er tief und fest und hat Gott auf seiner Seite. Danach kannst du gegen einen der anderen drei antreten. Egal wen. Und wenn du alle drei verhauen hast, kannst du dich mit mir messen, klar? Der letzte Kampf ist also gegen dich. Ja, es heißt, gegen mich ist's kein Zuckerschlecken, nur saures Obst. Okay, lass uns kämpfen, na gut. Mach's gut. Erstmal die Zuckerstange, ja? Klotz... Lulatsch, Keil, Bohnenstange. Guten Tag. Kampfclub. Wie kann ich helfen? Das ist der Fight Club. Fäust hoch. Los geht's. Auf geht's. Verdienen wir erstmal ein bisschen Kohle oder verscheuchen wir sie? Boom. Du hast überhaupt keine Chance gegen mich. Aua. Machen wir erstmal unseren Trick hier, ne? Erstmal schön in die Ecke drängen. Hey. Das war nicht der Deal. Ich hab viel mehr Ausdauer als du. So, jetzt geht der Trick los. Ich bin ein Cheater, Alter. So hat niemand gegen mich eine Chance. Hey! Das ist nicht der Deal gewesen, hörst du? So, ich hab gewonnen. Easy. Next, please. Ups. So, Lulatsch. Gott sei mit dir. Halt's Maul, lass uns kämpfen. Kämpfen wir. Das war ziemlich gut. Aber ich wette, wer weiß. Alles Gute. Hey, mein Pferd! Fuck. Okay, mein Pferd ist ein bisschen im Weg. Was soll denn das? Weg mit dir. In die Ecke. Wo ich dich kriegen kann. Boom! Ah, das ist der Lifehack, ey, Freunde, das ist der Lifehack hier. Faustkampf-Lifehack, ey. Was macht der denn da jetzt? Au, au. Hör auf mit dem Scheiß. So. Was zum Teufel? Nächster, bitte. War hier gerade nicht noch einer? Egal, Klotz. Guten Tag. Kämpfen wir. Nicht, Gott behüte dich. So, machen wir natürlich gleich weiter wie gehabt. Hey, hey, hey! Au! So, kriegst du noch. Da, mit dem Knie, mit dem Fuß, mit dem Knie. Ein bisschen Abwechslung tut immer gut, ne? Zack. Zack. Easy. Nächster, bitte. Huh? Ist das dein Ernst? So, okay. Pass etwas besser auf. Willst du noch, Keil? Guten Tag. Kämpfen wir. Nicht schlecht. Lass sehen, wie Gott behütet. Okay. Ich vermöbel einen nach dem anderen. Ich sehe da keine Schwierigkeiten mit. Au. Oh. Oh. Was
dass ihr immer so anfangen müsst, wie so eine Feiglinge. Da liegt er immer noch. Dopsi-Diri. Was ist für eine komische Sprache? Du willst die harten Tricks haben, ja? Oh, Schädelbrecher. Hab ich gewonnen? Er hat einen mit der Faust abbekommen und ist ohnmächtig geworden. Warte, ich hol mal kurz mein Pferd da weg. So, jetzt bist du nur noch dran, ne? Hey, Heinrich! Ja, Heinrich kommt dich besuchen, um dich fertig zu machen. Ich will mit dir anständige Vorstellung. Gott behüte dich. So. Zack. Respekt. Ach. Der Typ ist gut. Aber nicht gut genug für meinen Trick. Aber ihm dauert es noch ein bisschen länger. Muss nur einmal richtig erwischen mit der Faust ins Gesicht. Das ist ja noch leichter als der andere Schlag. Kann ich durchgehend machen. Faustkampf. Oh, jetzt mache ich richtig Schaden. Danke für den Stufenaufstieg. So, easy. Kampf beendet. Gut, ich habe sie alle fertig gemacht. Jetzt müssen wir leider nur noch warten, bis sie aufgestanden ist. Damit wir sie wegscheuchen können. Oder ich rede mit dem Klotz. Weißt du etwas über die Presser hier in Sasau? Mir kam zu Ohren, jemand suche nach Männern, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Zu allem bereit? Was soll das heißen? So was Schmutziges wie dem Schinder zu helfen? Davon weiß ich nichts. Frag jemand anderen. Gott, das meinte ich doof, nicht, ey. Aber danke. Was ist mit dem Gerber passiert? Was ist mit dem Gerber passiert? Nichts Besonderes. Wollte sich beweisen, wie jeder andere auch. Aber er kam nicht mal an Bohnenstange vorbei, dem jungen Spross. Dann jammerte er, wir hätten ihn beschissen und wollte sein Geld zurück. Also jagten wir ihn davon. Er kam ein paar Mal wieder und beschwerte sich über den Lärm. Er sagte, wir sollen abhauen. Seid ihr aber nicht. Nein. Und als er richtig nervig wurde, haben wir ihm eine verpasst und seitdem kam er nicht wieder. Traut sich nicht. Aber sein Maul hat er wohl immer noch offen. Okay. Mach's gut. Weiß einer von euch sonst noch Bescheid? Wie ich hörte, werden Männer gesucht, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Würde ich dich besser kennen, würde ich's dir vielleicht sagen. Wir haben gekämpft. Mach's gut. Wie geht es dir, Heinrich? Ihr sprecht mich sogar mit Namen an. Mir kam zu Ohren, dass Leute nach Männern suchen, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Kann sein. Ich schufte im Steinbruch und die brauchen immer neue Hände, um die Gebrochenen zu ersetzen. Das habe ich nicht gemeint, aber danke. Hier weiß echt keiner Bescheid. Über dich wachen. Wie ich höre, wird hier nach Männern gesucht, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Nein, aber ich bin immer der Letzte, der was hört. Wenn einer was weiß, dann hau drauf. Der weiß aber auch nichts. Gott behüt dich. Der Gerber schickt mich. Er sagt, ihr veranstaltet in der Nacht immer Radau und ich möchte euch bitten, das zu unterlassen. Ha, also hat seine Jammerei endlich Gehör gefunden, was? Lass mich dir was sagen, Grünspan. Ich arbeite für den Vogt und wir machen hier nichts Unrechtes. Der alte Ledermann ist bloß am Heulen, weil er ein bisschen Silber verspielt hat. Der Radau hat ihm vorher auch nichts ausgemacht. Bei ihm klang das anders. Ha, natürlich, sonst würde ihm auch keiner helfen. Geh und frag die Jungs, die werden dir dasselbe sagen. Ist die Wahrheit. Ich nehme dich beim Wort. Aber was soll ich nun tun? So wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Scheiß auf den alten Lügner oder mach ernst. Den Gerber aufs Kreuz legen, ernst machen, scheiß auf den Gerber. Ernst machen. Was meinst du mit ernst machen? Ich glaube, du hältst dich für einen harten Burschen und denkst, wenn du uns verprügelst, überlegen wir es uns vielleicht. Aber Schlägereien sind uns nicht fremd. Wenn ich euch die Knochen breche, kommt ihr so schnell nicht wieder her. Ich bin ein anständiger Kerl, also mache ich dir ein Angebot. Wenn du das Turnier gewinnst, also uns alle schlägst, ziehen wir ab. Wenn nicht, hast du Pech gehabt und musst dich verpissen. Kein schlechtes Angebot, oder? Guter Kampf.
Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst ziemlich gut, das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren, ich will dir was stecken. Ach ja? Es gibt hier Leute, die nach harten Kerlen suchen, und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke, nice. Ich überlege es mir. Passt mal auf, Jungs. Ich möchte euch hier nicht noch einmal sehen. Sucht euch ein anderes Plätzchen. Na gut, aber wenn du dich wieder schlagen willst, bist du stets willkommen. Ich wette, nächstes Mal ziehst du den Kürzeren. Du hast mir nicht mehr Schaden zugefügt, ey. Lappen. Okay, ich habe mich um das Problem gekümmert. Gehen wir zur Kirche. Ja. Und ich glaube, da sehen wir sie schon, ne? So, nur wie sehe ich jetzt, ob da jetzt Licht brennt oder nicht? Du bist auffällig. Sei gegrüßt, Heinrich. Da brennt Licht. Ah, und hier müssen wir warten, ne? Gut, dann warten wir jetzt hier ein Weilchen, allerdings erst morgen. Die Löcher können wir leider nicht untersuchen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.